Stefanie Lüning aus Dresden hat ihre Arbeit Inside Out am Rande des Gut-Kinderhauses positioniert. Die Materialien, mit der die Künstlerin arbeitet, sind insgesamt alle von sehr vergänglicher Natur. Zum Beispiel Seifenblasen, Eis oder eben auch Schaum, wie in diesem Fall. Auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit für ihre Arbeit ist sie auf Gut Kinderhaus im Ziegengelände fündig geworden. Uns wurde erlaubt, das Ziegenhäuschen zu entfremden, an einen anderen Ort zu stellen und mit Seifenschaum zu füllen. Bis Ende September wird ununterbrochen aus diesem Ziegenhäuschen heraus verschiedenfarbig bunter Schaumquillen und dieser ehemaligen Ziegenbehausung ein ganz neues Gesicht geben. Der Schaum quillt langsam, so dass man es mit bloßen Augen gar nicht erkennen kann, aber er quillt ununterbrochen, so dass sich jederzeit ein mittelgroßer Schaumberg vor der Hütte befindet. Die Künstlerin bezeichnet ihre Arbeiten als prozesshafte Malerei. Wesentlich dabei ist der Aspekt der Vergänglichkeit.